Die Tätigkeit in medizinischen Berufen ist oft stressig und belastet die Mitarbeiter enorm. Der hohe Stand in der Ausbildung sichert zwar ein angemessenes Gehalt, doch leider kassiert der Finanzminister bis zu 41,5% an Steuern auf Arbeit. Wir werden jetzt in Niederösterreich gemeinsam, und das ist das Tolle an dieser Aktion, dass es quer über alle Fraktionen, quer über alle politischen Verbände und Parteien hinweg geht, dass nämlich ein jeder unterstützt, denn letztendlich kommt es darauf an, dass sich die Menschen wieder etwas leisten können. Mit der Aktion Lohnsteuer runter wollen die Arbeiterkammer und der ÖGB erreichen, dass die Lohnsteuersenkung bereits 2015 umgesetzt wird. Über 200.000 Unterschriften hat man schon und es werden täglich mehr. Mit dieser Aktion will man für die Menschen mehr Netto vom Brutto erreichen, denn die Steuerbelastung ist in Österreich zu hoch. Wenn man sich in der EU anschaut, sind wir das eines der am höchst besteuertsten Länder, besonders die Klein- und Mittelverdiener. Somit betrifft es uns alle und ich denke mir, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man da so rasch wie möglich was unternimmt. Denn mit 41,5% Steuerbelastung liegt Österreich im negativen Spitzenfeld. Das Ziel ist es, den Eingangssteuersatz auf 25% zu reduzieren, damit spürbar mehr im Geldbörsel der Menschen bleibt. Diese hohe Steuerbelastung trifft meist Arbeitnehmer und Pensionisten. Eine Lohnsteuersenkung wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaft aus. Es geht um die Kaufkraft der Menschen, es geht darum, dass diese Volkswirtschaft nur dann funktionieren kann, wenn viele Menschen sich das Notwendige auch leisten können. Und deswegen unterstütze ich die Aktion und werde es auch unterschreiben. Unterschreiben kann man bei allen Betriebsräten, aber auch online unter www.lohnsteuer-runter.at. Hier findet man auch Listen, die man ausdrucken und weitergeben kann. Derzeit erarbeiten ÖGB und Arbeiterkammer gemeinsam ein Konzept, damit die Menschen, die in den unterschiedlichsten Berufen tätig sind, eine Steuersenkung verspüren. Die Gewerkschaften verhandeln jährlich gute Lohnabschlüsse, doch durch die kalte Progression kommt bei den Menschen die Lohnerhöhung immer weniger an.